So Leute, das zweite Ikoria Booster diese Woche. Ich bin immer noch mega gehypt darauf. Nach Montag etwas weniger, aber naja, was soll man machen. Gucken wir uns trotzdem weiter dieses Set an. Tinnitus Connection, 4 Mana Sorcery. Dieser Spell kostet 2 Mana weniger, wenn man ihn mit einer Kreatur. Ne, wenn man eine Kreatur kontrolliert, die Menace hat. Bedrohlichkeit auf Deutsch, glaube ich. Und man kriegt eine Kontrolle über eine Kreatur, sie wird enttappt und kriegt alles des Menace-Zuges. Wow, wenn man eine Kreatur mit Menace hat, kriegen wir die einfach für 1 Mana. Wow, das ist geil. Drenneth Healer, 2 Mana, 2-2. Immer wenn man cycelt, eine andere Karte cycelt, kriegt man ein Leben mit Cycling. Auch hier wieder, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, Leute, Standard, Jeskai, Cycling soll der Shit sein. Ich weiß es selber nicht, aber das ist das, was mir gesagt wird von allen Seiten. Wenn ihr da Interesse dran habt, baut euch das Cycling-Deck. Das soll sehr cool sein. Unexpected Fangs. 2 Mana, man legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und sie kriegt Lifelink. Ah ne, auch ein Lifelink-Counter, okay. Adventurous Impulse. 1 Mana Sorcery, man guckt sich die obersten 3 Karten des Decks an. Man zeigt eine Landkarte oder eine Kreaturkarte vor und nimmt den Rest nimmt den auf die Hand und den Rest unter das Deck. Oh mein Gott. Schwierige Karte. Face Dolphin, oh mein Gott, Elemental Whale. Sie haben es verkackt, dass sie da nicht Elemental Dolphin hingepackt haben. Es ist ein Dolphin, kein Whale. Egal. 3 Mana 1-4. Immer wenn der angreift, kann eine andere Kreatur nicht geblockt werden in diesem Zug. Ach, weil die da am Bauch hängt. Oh mein Gott, wie cool. Cateric Reunion. 2 Mana Sorcery. Man wirft als zusätzliche Karten zusätzliche Kosten, um diese Karte zu casten, 2 Karten ab und zieht dann 3 Karten. Blood Curdle. 4 Mana, man zerstört eine Kreatur und legt dann einen Menace-Counter auf eine Kreatur. Nicht schlecht. Convulant. 3 Mana, man kontert einen Zauber, es sei denn, der Beherrscher zahlt 4. Mana leck und teuer. Oh mein Gott, wie die Augen. Oh mein Gott. Prickly Marmor Set. 3 Mana, 2-3 Erstschlag. Immer wenn ihr eine Karte cycle, kriegt ihr +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Auch nicht schlecht. Ein Vulpikid. 4 Mana 2-3 mit Mutate. Mutate habe ich schon mal erklärt. Das wisst ihr mittlerweile selber. Fliegend und immer wenn er mutiert, kriegt der eine +1/+1 Marke. Das ist ein schönes Artwork. Echt ein schönes Artwork. Cunning Nightbounder. 2 Mana 2-2 Flash. Zauber mit Flash kosten 1 Mana weniger und kann nicht gecountert werden. Aha. Das ist nicht bad. Dann haben wir Titan of Rex. Ach du Kacke. 9 Mana Trampel 11-11 mit Cycling. Und wenn man den cycelt, legt man eine Trampelmarke auf irgendeine Kreatur, die man kontrolliert. Okay. Void Beaconer. Das ist der Deathray Corona Space Godzilla irgendwas. Den es nicht mehr gibt. Tatsächlich. In den neueren Boostern leider. 8 Mana, 8, 8 Death Touch. Für 3 Mana kann man den cyclen, um einen Death Touch Counter irgendwo draufzulegen. Also ähnlich wie. Oh. Ähnlich wie der, nur halt mit Death Touch. Und unsere Rare ist Guy Ruder. Doom of Depths. Ich hasse diese Karte. 6 Mana, 6, 6 mit Companion. Und der startet als Companion, wenn das Deck nur gerade Mana-Kosten hat. Und wenn man den spielt, millen beide Spieler 4 Karten und man nimmt eine Kreaturenkarte darunter mit Mana-Kosten, die gleich sind, also gerade Mana-Kosten, nicht gleich, gerade Mana-Kosten und bringt die ins Spiel. Wenn ihr da dann drunter einen, ach, was weiß ich, einen Restoration Angel oder für die Standard-Leute einen Prinz, oh Gott, wie heißt denn der Prinz? Ich spiele ihn selber im Devon Hawks und ich weiß gerade den Namen nicht. Wenn ihr den Prinz spielt oder die Tassa, dann flickert ihr die und, oh ja. Geil, Ruder ist gar nicht mal so cool, aber sehr, sehr stark. Dann haben wir Scrouded Barons. Kommt getappt ins Spiel, für ein Leben kriegt ihr und tappen für schwarz und weiß. Dazu ein Human Soldier. Ja, ist ein Companion, kann man sich nicht drüber beschweren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.